Ja, hallo Kätzchen, wo ist es denn? Da, vor uns. Und hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu meinem Let's Play von The Evil Within, The Assignment. Ich bin Rönne und wir sind immer noch auf der Jagd nach Leslie. Was heißt immer noch? Wir spielen ja noch gar nicht so lange. Wir werden hier von einer Kamera beobachtet, das gefällt mir nicht. Joseph? Leute, was ist das? War es gerade einfach nur ein Clipping-Fehler oder? Oh, hier finden wir direkt was. Einen Gegenstand. Du hast ein neues Musikstück freigeschaltet. Du kannst es dir am Soundtrack-Player über das Startmenü von The Assignment anhören. Notiere ich nochmal kurz und dann kann es weitergehen. Er hat wohl Sachen zu erledigen. Hier scheinen wir einen weiteren Schlüssel wollte ich schon sagen, aber sind ja Brieffragmente. Aber wir brauchen die Kombination. Wo können wir die denn finden? Ah. 13 blau, 21 rot, 7 gelb. 21 rot. Das soll blau sein. 13 war das. Und hier war es die 7. Jawohl. Haben wir also auch das Brieffragment Nummer 2 gefunden. Wollen wir das doch direkt mal. Oh, wir haben ja doch ein Inventar. Wir haben ja doch ein Inventar. Da habe ich im letzten Video falsche Infos gegeben. Ich werde nochmal kurz im Archiv den Brief oder das Brieffragment, das wir gefunden haben, jetzt noch einsetzen. Und ich habe mir, ich hoffe, das klappt. Schauen wir mal. Ja, ich habe mir kurz einen Controller angeschlossen, damit wir das hier genauer platzieren können. Zack. Das gehört wohl da unten hin, würde ich sagen, wegen der Abrundung und der Textausrichtung. Ja, das dürfte so stimmen. Sehr gut, und dann können wir jetzt auch mit Maus und Tastatur weiterspielen. Also ich bevorzuge allgemein die Steuerung mit Maus und Tastatur bei solchen Spielen. Lediglich so Side-Scroller-Sachen und ja, gerade so Metroidvania-Titel, die spiele ich dann doch lieber mit Controller. Aber sobald es in die First- oder Third-Person-Perspektive geht, belege ich mir lieber meine Tasten und spiele mit Maus und Tastatur. Ha.
Du hast da was Rotes. Ah, hier können wir uns Flaschen zur Ablenkung holen. Sehr gut. Ich will nicht in das Büro, wo gerade der andere drin ab... Finden wir ein weiteres Modell. Muss ich auch direkt mal markieren. Du hast ein neues Modell freigeschaltet. Ja, das kennen wir ja schon. Die Katze. Welches Modell das genau ist, könnt ihr dann der Videobeschreibung entnehmen. Natürlich samt Zeitstempel. So, da hinten rennt einer rum. Da rennt auch einer rum. Da haben wir einen wichtigen Gegenstand liegen. Hier haben wir wieder ein Telefon. Dort haben wir auch einen wichtigen Gegenstand liegen. Wie weit kommt der nach vorne? Bin ich hier in einer blöden Position? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nein, 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 er dreht um, oder? Schauen wir erstmal, was wir hier haben. Wenn ich auf diesem Handy anrufen würde. Ist ein bisschen link von hier, oder? Man sieht uns doch hier. Ja, das hätten wir auch mit einer Flasche hinbekommen. Was wir hier finden. Eine Laborschlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gewährt Zutritt zu einem weiteren Teil der Einrichtung. Ja, es wird wahrscheinlich das sein, wo es hinten rot ist, aber da rennt er ja rum. Und er geht ja auch nicht weit weg. Ah, jetzt sehe ich, warum wir ein Inventar haben. Können wir mehrere Flaschen aufheben? Das will ich gerade mal kurz testen. Weil das wäre natürlich optimal. Dann können wir ihn Schritt für Schritt weglocken. Und dann könnten wir uns hier ja direkt ein paar nehmen. Aber sie will sie nicht aufheben. Warum nicht? Warum nicht, junges Fräulein? Kann nur eine Flasche mitnehmen. Das erschwert ja auch die Pfandrückgabe, ne? Also nach links geht er gar nicht weg. Er geht immer nur hier in die rechte Richtung. Wenn ich das eben richtig gesehen habe.
So, die Tür ist schon mal auf. Aber um dort auch wirklich durchzugehen, würde ich ihn lieber nochmal ablenken. Nicht, dass er uns folgt. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir können uns immerhin nicht wehren. Und wir haben ja auch keinerlei Ausdauer. Oder eher gesagt, tun uns die Füße bei den Schuhen sehr schnell weh. Also es hat jedenfalls gut geklappt. Und ich hoffe, wir kriegen das auch wieder so hin. Er hat uns nicht gesehen, sehr gut. Okay, dann dürfen wir wohl hier lang. Wieder einmal durch Lüftungsschächte kriechen. Nicht kaputt machen. Vergessen Sie nie, Sie sind eine von uns. Dann haben wir hier ein Licht- und Schattenrätsel. Sieht hier nicht wirklich einladend aus. Die Luft hier ist drückend. Ich glaube, da liegen noch Forschungsunterlagen. Nach Monaten der Geheimniskrämerei und Indoktrinierung haben sie mich endlich an Bord geholt. Dieser Ort ist ausgesprochen komplex. Trotz des modernen Anscheins basiert die Forschung hier auf über 100 Jahre alten Erkenntnissen. Der Ort ist geschichtsträchtig. Und wie ich es verstanden habe, ist diese Einrichtung nur eine von vielen. Institutionen, mächtige Familien, sie scheinen viel Einfluss zu haben. Entsprechend groß sind hier auch die Möglichkeiten für mich. Meine Methoden in Beacon haben offenbar ihr Interesse geweckt und ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Das meiste, woran die Forscher hier gearbeitet haben, erscheint nach heutigen Maßstäben aber archaisch. Immerhin, sie meinten, Geld spiele keine Rolle. Für sie zählten nur Ergebnisse. Meine Aufgaben hier und in der Anstalt bekomme ich unter einen Hut, aber Ruhmen... Sie sind zwar noch recht unbedeutend, aber für sein Alter sind seine Untersuchungen bemerkenswert. Vielleicht hilft er mir hier irgendwann bei meiner Arbeit. Tja, das hat er wohl nicht. Das hättest du aber eigentlich als Chef einer psychiatrischen Anstalt wissen müssen, dass der doch eine, ja, huch. Das ist keine Verhandlung, Dr. Jimenez. Wir sollen eine Lösung finden, daher auch diese Einrichtung.
Ich verstehe das. Und ich weiß Ihre Geduld sehr zu schätzen. Unsere Geduld hat Grenzen und die sind fast erreicht. Wenn Sie uns nicht mehr weiterhelfen können, müssen wir jemanden finden, der es kann. Überstürzen wir nichts. Ich habe Tests mit unserer optischen Diagnose gemacht. Und ich muss Ihnen etwas zeigen. Bitte, kommen Sie. Der Projektor ist nebenan. Mhm. Das war Uwig. Und da haben wir nochmal eine weitere Schnecke. Und wir schalten ein weiteres Modell damit frei. Ach du Kacke, ich will hier nicht lang. Was ist denn euer Projektor? Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Ah. Wir hatten bisher keinen Erfolg, weil wir nur Bilder und Audioreize verwenden. Alles nur passive Einflüsse. Selbst bei meinen geistig beschränkten Patienten funktioniert diese Methode nicht. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir neue Wege gehen. Wir brauchen direkten Zugang. Und was schlagen Sie vor? Es ist, nun ja, wie soll ich sagen, eine Art Hobbyprojekt. Ein mechanochemischer Vorgang. Mit ihm sollten wir direkten Einfluss auf die Person haben. Vielleicht sogar Zugang zu seinem Unterbewusstsein. Ich habe die Daten nebenan. Ich zeige sie Ihnen. Das Video. Das haben Sie mir gezeigt, als ich hier ankam. Mhm. Kann man nicht einen interessanteren Film einwerfen? Ist tatsächlich was. STEM A6441 oder der Fluxkompensator. Der sah doch ähnlich aus. Wieso schalten wir hier keinen Dialog frei? So wie vorhin. Müssen wir alle Infos hier finden? Ja, hier ist doch wieder irgendwas. Forschungsdaten sind genau das, was wir gesucht haben. Ich nenne es STEM.
Sicher werden Sie und Ihre Vorgesetzten sehr zufrieden damit sein. Sie sagten, das Design stamme von einem Ihrer Schüler. Was ist dann bitte Ihr Beitrag? Er ist eine labile Persönlichkeit. Es ist wohl besser, wenn ich weiterhin als Kontaktmann fungiere. Bringen Sie den Mann her. Wir werden sicher ein produktives Gespräch führen. Wie war noch gleich sein Name? Ruben. Ruben Victoriano. Und das nur? Oh, 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 oh. Sollen wir hier lang? Oh, da will ich aber nicht rein. Aber hier können wir auch nicht mehr raus. Es klang eher so, als ob uns gleich wieder was jagen will. Hallo? Laura? Ah, hier müssen wir wohl weiter. Diese Anspannung hier, Leute. Nur autorisiertes Personal. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Oh. Lass uns einfach hier anhauen. Mir geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Da war Leslie vorhin. Und jetzt die beiden. Wo wollen sie hin? Ah, ganz ehrlich, die Umgebung war doch eine komplett andere, als wir diese Stelle hier mit Sebastian und Joseph hatten. Das war doch nicht das hier. Bevor ich da durchgehe, Biometrics. Status entlassen. Für Neuauthentifizierung Biometrieabteilung kontaktieren. Okay, da müssen wir also sowieso jetzt hin. Warum hat man uns denn entlassen und schickt uns dann hier hin? Will man unseren Tod? Hallo, kleine Katze. Dann werde ich auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal speichern, aber ich nehme trotzdem weiter auf. Wir sind ja gerade mal bei 24 Minuten. So, gespeichert. Wunderbar. Kann es weitergehen? Aufzüge, nicht zu empfehlen in solchen Spielen. Einige Dinge werden Ihnen nicht real erscheinen, aber lassen Sie sich nicht verwirren. Es dauert etwas, bis Sie sich zurechtfinden. Aber Sie sind besser dran als die anderen. Und die anderen? Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für Ihre Mission ohne Belang. Kommen Sie ihnen in die Quere, wissen Sie, was zu tun ist. Leslie finden und zurückbringen. Nur das zählt.
Aber wir wollten ihn doch töten. Was haben wir jetzt? Bitte Subjekt Gesichts-, Hand- und Neuralprofil erstellen lassen. Ach, wir müssen... Hier wird mir niemand helfen. Ich glaube, wir müssen uns komplett hier neu in die Liste der Agenten eintragen. Hallo! Liegst du denn hier so faul in der Ecke rum? Was war das gerade? Irgendwas ist da doch gerade langgerannt. Okay. Gesichtsprofil erstellt. Gleicht inaktivem Profil Julie Kidman. Reaktiviere Profil. Irgendwas ist hier eben lang gerannt. Wir haben ja auch Blutspuren. Das gefällt mir nicht. Scheiße! Ja, du bist lustig. Aber gesehen haben die uns ja nicht. Und hier im Lüftungsschacht ist noch etwas versteckt. Das nehmen wir uns natürlich. Nochmal ein weiterer Gegenstand. Oh Gott. Vielleicht ist es blind? Ich hoffe, sonst haben wir hier ein Problem. Haben sie Akro gemacht? Also sie hören, auf jeden Fall. Aber sie sind blind. Wir brauchen also auf jeden Fall ein paar Flaschen zur Ablenkung. Und wir sollten ihnen trotzdem nicht zu nahe kommen. Oh Gott! Können
könnte einfach an dem vorbeigehen. Okay, Gegner anlocken, während du in Deckung bist. Ja, wir kriegen das hier wieder gesagt. Oh Gott. Ach, du Heiliger. Ich glaube, wir kriegen das gesagt, weil wir da lang müssen, oder? An ihm vorbei. Oh Gott, Leute. Oh, fuck, oh, fuck, 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 fuck. Wir haben hier aber nochmal einen Tresor. Nur... Was sollen wir hier machen? Ah, ich glaube, wir müssen alle Lichter anschalten, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Jawohl. Okay. Haben wir ein weiteres Brieffragment. Ja. So, ihr kennt das Spiel. Ich werde das auch schon direkt einsetzen. Werde ich mal wieder den Controller zur Hand nehmen. Das dürfte doch hier perfekt reinpassen. Ja, selbst ein Stick ist es nicht so feinfühlig, wie ich gehofft hatte. Aber definitiv besser als mit Maus und Tastatur. So, sehr gut. Controller wieder auf Seite. Und weiter geht's. An diesen Viechern vorbei. Was konnten wir hier nehmen? Eine Flasche. Das ist doch besser, als die in unsere Gegend zu rufen, irgendwo hinschmeißen. Gott. Können wir hier überhaupt schmeißen? Nicht wirklich, ne, wenn wir so direkt an der Decke hängen. Doch, es geht. Gott, echt? Das ist doch laut. Da ist einer. Ah, das fährt weiter. Nein! Und dieser Krach lenkt die nicht ab? Doch. Wollte ich doch gerade sagen. Ach du Kacke. Leute, nein. Ach du Heiliger. Nein, schneller in die Ecke hier. Oh. Ist das ein kranker Scheiß gerade?
Ich glaube, wir sollen auf die andere Seite, hä? Was? Was? Wieso hat uns das jetzt gehört? Ich verstehe es nicht. Okay. Sind wir dem zu nahe gekommen? Okay, eine Berührung mit diesen Viechern überleben wir definitiv nicht. Das ist schon mal interessant zu wissen. Nein, 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 nein. Boah, ist das krank. Nein. Nein. Die sind ja auch schneller als wir, ne? Nein, echt? Sollen wir den zerquetschen? Schaffen wir das, bevor der hier rum ist? Geh wieder auf. So, und wir hatten hier rechts auch noch einen Gang. Ich weiß nicht, ob der wichtig ist. Ich geh mal hinterher und guck mal, was da ist. Nö, das ist wahrscheinlich nur so, um sicherheitshalber hier durchzukommen. Ich bin wohl zuvor zu schnell durchgekommen. Wir sind durch. Aber ich weiß nicht, ob das schon alles war, Leute. Wir sind doch gar nicht wieder reaktiviert, oder? Nee, wir müssen noch den letzten Schritt hier machen. Hier liegt aber auch noch eine Personalakte. Kidman, Julie. Oder? Nee. Sie haben eine ganz schöne Akte, wie ich sehe. Sie haben während der Polizeiausbildung leben gelernt. Ich bin beeindruckt. Sparen Sie sich bitte Ihre Sprüche. Was ist das für ein Ort? Wo bin ich hier? Sie wurden festgenommen, Miss Kidman. Sie sind vorerst in Gewahrsam. Aber das ist offensichtlich, nicht wahr? Danach habe ich mich gefragt. Das hier ist kein normaler Verhörraum. In der Untersuchungshaft gibt es keine gepolsterten Stühle. Keine aktuelle Adresse? Mit 14 auf sich allein gestellt? Von zu Hause abgehauen. Erstaunlich, dass Sie so lange durchgehalten haben, ohne einen Ausweg zu suchen. Wenn Sie wirklich so schlau sind, wie Sie tun, hätten Sie doch längst Ihr Leben umgekrempelt. Mir geht's ums Überleben. Sie meinen, ich bin sauer, weil ich erwischt wurde? Im Knast bekomme ich kostenlos was zu essen. Kann ich mit leben. Was, wenn ich Ihnen sage, dass es ab heute anders sein könnte? Sie sind ein schlaues Mädchen, nichts zu verlieren, niemanden, der Sie vermisst. Jemandem mit solchen Eigenschaften könnten sich sehr interessante Möglichkeiten eröffnen. Wie meinen Sie das? Sie meinen, Sie wollen mir eine Art Freifahrtschein anbieten? Nicht ganz, aber etwas Ähnliches. Schießen Sie los. Mhm. Okay, die Akte mit den ganzen Jugendstraftaten war wohl unsere. Und hat uns dann quasi festgenommen und nun angeboten, im Gegenzug für Mobius zu arbeiten. Klingt so ein bisschen wie, wie hieß der Film? Ich glaube Nikita. Gab's auch ein Remake, Codename Nina.
So, jetzt wollen wir erstmal... das hier vollenden. Profil erstellt. Profil entspricht entlassener Agentin Julie Kidman. Entlassungsgrund, Befehlsverweigerung. Profil. Oh, jetzt wissen wir auch warum. Daten wurden zur Analyse an Murphys gesandt. Befehlsverweigerung? Das ergibt keinen Sinn. Egal, jetzt müsste ich die Türen aufbekommen. Müssen wir zumindest da unten nicht nochmal lang, oder? Nein! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Scheiße! Was machen wir denn jetzt? Oh! Du Mistfink! Oh, wie schön. Wir können hier nochmal speichern und ich glaube, das werde ich jetzt auch wahrnehmen. Denn, wer weiß, wie lange es bis zum nächsten Speicherpunkt ist. Okay, Befehlsverweigerung. Deswegen hat man uns entlassen und wir sind der Meinung, dass das nicht sein kann. Dann ist die Frage, warum man uns einfach hier wieder als Agent deaktiviert hat. Mal schauen, was dabei rumkommt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von The Evil Within, The Assignment. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns noch in Kapitel 1 der Schwur, haben gerade unser Agentenprofil reaktiviert, sodass wir nun hier durch diese Tür können, um Leslie weiterzufolgen. Um ihn vor Sebastian und Joseph zu erreichen. Denn das ist unsere Aufgabe als Julie Kidman, Leslie hier rauszuholen. Wobei es im Hauptspiel ja hieß, dass wir ihn töten sollen. Sind wir jetzt in der großen Eingangshalle oder was? Ja, was mich ein bisschen gewundert hat im letzten Video, wir haben hier den Dialog zwischen Sebastian und Joseph mitbekommen, als sie diese Treppe hochgegangen sind. Den Dialog kannten wir aus dem Hauptspiel, aber die Umgebung war eine gänzlich andere. Oh. Wir haben hier noch einen Tresor. Aber hier brennen gerade keine Lampen. Was war das? Oh, diese Ruhe hier gefällt mir nicht. Da hinten ist was. Da hinten ist was. Erstmal gucke ich, ob hier nicht noch eine Personalakte oder Forschungsunterlagen liegen. Okay, das scheint die Lösung für den Tresor zu sein. Aha, aha. Okay.
lang genug angeguckt, hoffentlich. Ich mit meinem Kurzzeitgedächtnis. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Aha. So, und damit haben wir auch schon ein weiteres Brieffragment, das ich auch direkt schon mal einsetzen werde. Dafür benutze ich natürlich wieder den Controller. Aber wo gehört das jetzt hin? Das muss nach ganz oben. Eigentlich müsste das hier so reinpassen. Passt auch mit den Worten überein. Dann ist aber dieses Teil nicht komplett drin. Ah, so ergibt das einen Sinn. Wunderbar. Gut, schauen wir mal weiter. Hier noch irgendwo. Die Geräusche gefallen mir nicht. Was passiert da unten? Auch diese Ruhe hier. Furchtbar. Kommen wir wohl hier unten zum Aufzug, hä? Ah, den ganzen... Ja. Wo kam das jetzt her? Hier haben wir auf jeden Fall nochmal Forschungsunterlagen. STEM-Patienten verhalten sich unberechenbarer. Ihre Pathologien scheinen durch die Erfahrung verstärkt worden zu sein. Schlimmer noch, die Patienten scheinen die psychischen Traumata der anderen zu durchleben. Es ist, als würden die größten Ängste der Nutzer im Enzephalon des Systems zurückbleiben. Sogar wenn die Sitzung schon vorbei ist. Am bedenklichsten sind ihre neuesten Aussagen. Jeder Patient behauptet, eine vermummte Person gesehen zu haben, die sich langsam nähert. Könnte er das sein? Lebt sein Bewusstsein als Geist im System? Meine Neugier ist kaum auszuhalten. Ich will es wissen. Ich will sehen, was Sie sehen. Aber es ist zu riskant. Im Moment. Mhm. Also Ruvik war definitiv tot. Beim Prototyp. Aber das Bewusstsein hat sie ja immer noch... Einfluss. Ach du Scheiße. Und diese Forschungsunterlagen finden wir. Oh nein. Geh weg.
Leute, hier passiert doch irgendwas. Kann mir keiner erzählen, dass sie jetzt einfach den Aufzug rufen können. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Elektronik wiederhergestellt ist. Dem Vieh direkt in die Arme gerannt. Warten Sie, bis die Energie wiederhergestellt ist. Das heißt, wir müssen uns so lange hier in diesem Raum vor dem Vieh verstecken. Nein, das darf nicht wahr sein. So, ich verstecke mich mal hier hinten, wenn es von da vorne kommt. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Elektronik wiederhergestellt ist. Sieht ja auch so schlecht, ne? Schnell rein hier. Einmal erwischst du uns, aber kein zweites Mal. Helfen Sie mir, unsere Einrichtung sauber zu halten. Ihre Unterstützung sichert eine angenehme Arbeitsumgebung. Mann, 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 was für ein Vieh.
Okay. Hier waren wir doch im Hauptspiel nicht. Das muss echt wirken. Detectives! Ich bin hier! Ich bin okay! Sebastian! Joseph! Mobius, du sollst also den Jungen holen. Und du traust ihnen? Belüg dich doch nicht. Du bist ebenso entbehrlich wie deine Partner. Und wie ich, nach allem, was ich für sie getan habe. Mal sehen, wie loyal du bist, wenn du die Wahrheit kennst. Okay, was? Bist du okay? Sie lieber im Unklaren bleiben, weil das, was Sie erfahren könnten, Sie verstören wird. Besser wäre es wohl. Gut, damit haben wir Kapitel 1 der Schwur überlebt.